Der Vogelpark Niendorf liegt in der Gemeinde Timmendorfer Strand und somit im Hochgebiet des Ostseetourismus. Besucher lockt der Park dabei mit rund 1000 Vögeln in 250 Arten und einer natürlichen Parkanlage, die 70.000 Quadratmeter umfasst. Damit zählt sich der Vogelpark Niendorf zu einem der größten Vogelparks in Deutschland. Wobei das natürlich kein Vergleich ist mit dem Weltvogelpark Walsrode, den ich euch auch schon vorgestellt habe. Der ist halt nochmal größer, hat nochmal mehr Arten, aber auch in Niendorf bekommt man einiges geboten, unter anderem eine der größten Eulensammlungen der Welt und viele weitere gefiederte Raritäten. Das klingt durchaus vielversprechend, aber lohnt sich ein Besuch hier tatsächlich? Der erste Eindruck war durch die idyllische Landschaft drumherum schon vor Betreten des Parks jedenfalls durchaus positiv. Und besonders faszinierend war es, erzählt zu bekommen, dass auf dieser Wiese hier früher noch ganz viele Vögel wie Ibisse gelandet sind, um ganz natürlich nach Nahrung zu suchen, weil sie im Park einfach als Freiflieger gehalten wurden. Der Weg führt dann noch ein kleines Stück weiter, bis man schließlich zum eigentlichen Eingang des Parks kommt, hinter dem man von einem netten Eingangsbereich empfangen wird. Dahinter liegen auf der linken Seite zahlreiche Papageienvolieren mit Aras, Amazonen und Sittichen. Hier findet man entsprechend einige wirklich wunderschöne Vögel, aber leider sind die Haltungsbedingungen nicht ganz so berauschend. Die Tiere sollen größtenteils oder sogar alle aus schlechteren Haltungsbedingungen gerettet worden sein, ob das tatsächlich stimmt, weiß ich nicht. In jedem Fall leben sie hier jetzt leider auch in 0815-Volieren, die nicht besonders groß und auch nicht besonders schön sind. Gegenüber bei den Flamingos zeigt sich dann schon eher, was den Park auszeichnet, nämlich diese herrliche Schilflandschaft, in der man natürlich gerade Wasservögel wunderbar naturnah halten kann, und genau das macht man hier eben auch. Der erste Rundweg führt euch wirklich mitten durch die Schilflandschaft, vorbei an zahlreichen Anlagen, die sich hier wirklich unfassbar schön in die Natur drumherum einbetten. In dieser übernetzten Voliere findet ihr etwa Nachtreiher, die nahezu weltweit vorkommen und auch in unseren deutschen Zoos keine Rarität darstellen. Anders sieht das mit dem Bewohner in der Voliere dahinter aus, denn Goliathreiher gibt es in Deutschland ansonsten nur in Dortmund. Wir haben sie euch hier auf dem Kanal aber schon zweimal in Zoos aus Frankreich zeigen dürfen. Das Sumpfgebiet mit den nassen Wiesen bietet sich natürlich auch perfekt für Störche an, die hier zum einen wild nisten und zum anderen werden hier auch diverse Arten gehalten. Hier seht ihr etwa einen Maguari-Storch, wie er ganz natürlich eine Wiese nach Nahrung durchforstet. Übrigens eine weitere Rarität, die es in Deutschland nur in zwei weiteren Vogelparks zu sehen gibt. In dieser sehr schönen, geräumigen Voliere findet ihr zudem auch Nimmersatz, die auch zu den Störchen gehören, sowie asiatische Wollhalsstörche, die auch eine kleine Rarität sind. Leider nicht gesehen habe ich die Buntstörche, das ist hier eine der größten Raritäten, im deutschsprachigen Raum findet ihr die sonst nirgendwo und laut Zootierliste in ganz Europa sonst auch nur in Rotterdam und in Zlin in Tschechien. Mein persönliches Highlight sind hier aber die Sattelstörche. Ich finde, das sind einfach unfassbar beeindruckende und wunderschöne Vögel. Und auch wenn sie in Deutschland immerhin 8-mal gehalten werden, in so einem natürlichen Ambiente sieht man sie wohl vielleicht nirgendwo sonst. Auch Kraniche passen hier natürlich perfekt ins Bild, sodass hier auch so einige gehalten werden. Da wären etwa die Jungfernkraniche, die Kronenkraniche, die Paradieskraniche oder die Weißnackenkraniche, die uns hier sogar ein kleines Konzert geboten haben. Mandschurenkraniche sind für mich wahrscheinlich immer noch die ikonischste Kranichart, während die Florida-Kraniche eine echte Rarität sind, die es in ganz Europa nur 4-mal zu sehen gibt, in Deutschland ansonsten nur im Eifelzoo. Auch darüber hinaus leben hier noch einige weitere Vogelarten, wobei ich zumindest noch das Purpurhuhn als eine der weiteren Raritäten des Parks hervorheben möchte. Am Ende der Runde durch die Feuchtwiesenlandschaft kommt man dann zu einigen weiteren Volieren, in denen zahlreiche, meist prachtvolle Exoten leben. Die niedlichen Jandaya-Sittiche teilen sich ihre Voliere etwa mit den ebenfalls sehr schönen Königssittichen,
Und es gibt Klassiker wie Kronentauben oder den lachenden Hans zu sehen. Wer schon ein paar meiner Videos gesehen hat, wird aber vermutlich ahnen, über die Hornvögel habe ich mich ganz besonders gefreut. Tatsächlich gesehen haben wir die Schwarzhelmhornvögel, die in Deutschland und Österreich jeweils nur dreimal gehalten werden. An die Grauwangenhornvögel erinnert ihr euch vielleicht noch aus meinem Video zum Zoo La Palmyre. Die gibt es laut Zootierliste aktuell sonst nur in Forst und im österreichischen St. Primus zu sehen. Leider nicht gesehen haben wir die Papua-Hornvögel und die Java-Rhinoceros-Hornvögel, aber die habe ich zum Glück zumindest in einigen anderen Zoos schon sehen und filmen können, weshalb ich euch die beeindruckenden Vögel hier trotzdem zeigen kann. Über eine Brücke vorbei am Trauerschwan geht es dann in den zweiten Bereich des Vogelparks, in dem hauptsächlich Greifvögel gehalten werden. Das heißt, hier ist auch die bereits angesprochene beeindruckende Eulensammlung zu finden. Fangen wir an mit Klassikern wie Bartkauz und natürlich dürfen Schneeeulen nicht fehlen. Ich meine, bei einer Eulensammlung sollten die Kinder mindestens einmal Hedwig schreien dürfen. Einer meiner absoluten Favoriten ist ja die Schleiereule. Ich finde, das sind wunderschöne Tiere. Und natürlich gibt es hier auch Uhus. Und wenn ich sage Uhus, dann meine ich europäische Uhus, Kanada-Uhus, amerikanische Uhus, Flecken-Uhus, Nepal-Uhus, Malaienfisch-Uhus und Blass-Uhus. Das waren nicht mal alle Uhus, aber ich fühle mich jetzt schon so, als ob ich Klebstoff geschnüffelt hätte. Versteht ihr? Wegen Uhu. Ja, okay, ich geb's zu, der Witz war. Allgemein ist die Eulenvielfalt wirklich exorbitant. Von kleinen Käuzchen bis Großeulen ist hier wirklich alles zu sehen. Da wären etwa Brillenkäuze, die ich super faszinierend finde. Der Kopf der Chaco-Käuze sieht fast aus wie ein Furby. Kaninchenkäuze stechen mit ihren langen Beinen als Bodenbewohner natürlich auch heraus. Und wenn ihr denkt, die Waldohreule sieht interessant aus, dann schaut euch erst die Maskeneule an, die in Deutschland übrigens nur 5-mal gehalten wird. Also ich denke, ihr merkt schon, hier wird wirklich nicht zu viel versprochen. Die Eulensammlung ist der Wahnsinn. In den Volieren in diesem Parkteil leben aber auch noch einige weitere Greifvögel. Da wären etwa die einheimischen Steinadler oder etwa auch Mönchsgeier. Zumindest für die meisten werden aber wohl die Andenkondore am beeindruckendsten sein. Ein paar weitere Vögel, wie hier der Blaukehlguan, fallen hier so ein wenig aus dem Muster, weil sie eben keine Greifvögel sind. Schwarzkehl und Weißkehl-Elsterheer sind dabei weitere Raritäten. Den Weißkehl-Elsterheer, den ihr hier im Hintergrund seht, findet ihr in ganz Europa laut Zootierliste aktuell nur in 2 weiteren Einrichtungen. Und damit ist sicherlich nochmal unterstrichen, dass der Vogelpark Niendorf so einige Raritäten zu bieten hat und alleine deshalb für Vogelfreunde sicherlich auf jeden Fall einen Besuch wert ist. Aber was den Park darüber hinaus noch besonders macht, ist eben die Parkanlage. Ja, okay, der Bereich bei den Greifvögel-Volieren ist jetzt nicht besonders spektakulär. Ihr werdet hier auch keine besonders modernen oder auch keine begehbaren Volieren finden. Hier gibt es nur ein begehbares Mandschurenkranichgehege. Aber diese Feuchtwiesen mit diesen Schilflandschaften sorgen einfach wirklich für ein so herrliches Ambiente. Und in dem kann man die Vögel so wunderbar naturnah erleben, dass ich einen Besuch auch darüber hinaus wirklich nur empfehlen kann. Also eben auch zum Beispiel für Familien, die an der Ostsee Urlaub machen, ist das hier wirklich eine gute Adresse. Es gibt natürlich auch einen Spielplatz für klein und groß. Und damit bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, dass man wohl gespannt sein kann, wie es weitergeht, denn der momentane Besitzer möchte den Park verkaufen und ich hoffe natürlich so ein bisschen drauf, dass der neue Besitzer dann ein wenig Geld mitbringt, um hier nochmal ein bisschen zu investieren, weil mit moderneren Anlagen und dann eben zum Beispiel auch begehbaren Volieren würde mir die Empfehlung nochmal leichter fallen. Aber auch so hatte ich eben einen sehr schönen Besuch hier und ich glaube, ihr würdet den auch haben, also schaut gerne im Vogelpark Niendorf vorbei. Lasst mich natürlich gerne in den Kommentaren dann auch wissen, was ihr vom Park haltet. Gebt dem Video bitte einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Klickt auf Abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Aktiviert auch die Glocke, weil ich sehe, die meisten von euch sehen die Videos nicht in ihren Abo-Feeds.
Und damit vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und natürlich ein ganz besonderer Dank an unsere Patreon-Unterstützer, die diesen Kanal hier in dieser Form überhaupt erst möglich machen. Auch ihr könnt euch auf patreon.com/zuerlebnis schon für kleines Geld viele coole Bonusinhalte sichern. Und damit wie immer das allergrößte Dankeschön an unsere Top-Unterstützer, die ihr hier eingeblendet seht. Das war's von mir für heute. Bis dann, macht's gut, euer Martin.